Na, ihr Geilen. Ich mache den Spaß hier hauptberuflich. Ich stehe auf Bühnen und ich erzähle Witze, das obwohl ich Psychologie studiert habe. Und das war meiner Familie so ein bisschen schwierig zu verkaufen, ehrlicherweise. Ich saß bei meinen Großeltern zu Hause auf dem Sofa und meinte, Oma, ich gucke jetzt, was auf Bühnen für mich zu holen ist. Ja, ich habe ein Buch geschrieben, ich habe ein Soloprogramm geschrieben, mit dem bin ich jetzt unterwegs. Ich habe ein Management, das mir bei all dem den Rücken stärkt. Und meine Oma hat mich ein bisschen verwirrt angeguckt und meinte, ah, ein Management. Buchen die dich dann in irgendwelche Strip-Shows? Und ich frage mich bis heute, was ich daran persönlicher nehme. Erstens, dass meine Oma denkt, ich würde hauptberuflich strippen. Oder zweitens, dass meine Oma denkt, ich bräuchte ein Management, um überhaupt in Stripclubs reinzukommen. Beides ist irgendwie nicht so nett. Ich muss aber sagen, meine Oma lag nicht ganz so daneben. Ich will nämlich heute mit euch übers Ausziehen reden. Ich habe mir nämlich eine wichtige Frage gestellt im Leben. Was soll die Umkleidekabine bei meiner Gynäkologin? Na, da ist in der Ecke des Behandlungszimmers immer so ein Vorhang, den man bitte zuziehen soll, während man sich auszieht. Warum? Eine Minute später hänge ich meiner Ärztin unten ohne vor der Fresse rum. Aber beim Ausziehen soll sie bitte nicht hinschauen. Das Einzige... Gynäkologin oder fühlst du es nur? Das Einzige, was meiner Ärztin so vorenthalten wird, ist, wie ich, um aus so einer engen Hose zu kommen, immer wie auf der Stelle hüpfe, wie so ein kaputter Flamingo. Viele Menschen fragen sich ja, soll man bei dieser Untersuchung jetzt eigentlich auch die Socken ausziehen? Der Vollständigkeit halber? Damit man nicht mit nacktem Arsch und warmen Socken da rumliegt? Ich muss gestehen, habe ich mich nie gefragt. Ich schaffe es nämlich bis heute nicht, meine Hose auszuziehen, ohne dass meine Socken dabei im Hosenbein stecken bleiben. Und diese Umkleide verwirrt mich. Es stellt doch auch niemand eine Umkleidekabine am FKK-Strand auf. Trotzdem habe ich mich noch nie getraut, diesen Vorhang einfach offen zu lassen. Ich will ja nicht übermotiviert wirken. Vielleicht mag meine Gynäkologin auch einfach den dramatischen Effekt, wenn so der Vorhang aufgeht. Die Spannung will ich ihr natürlich nicht nehmen. Ich habe sogar überlegt, vielleicht ziehe ich irgendwann einfach so richtig geile Dessous an und dann tanze ich aus dieser Kabine, einfach um der Frau auch mal eine Freude zu machen. Und wenn man das dann geschafft hat, hast du dich ausgezogen, Vorhang auf, dann musst du auf diesen Behandlungssessel klettern. Ich gebe mir so Mühe. Wirklich jedes Mal motiviert, Anlauf, Arschbombe. Ich setze mich jedes Mal meiner Ärztin fast direkt auf die Nasenspitze. Kein einziges Mal saß ich ihr auf Anhieb tief genug. Noch nie. Kontrollfrage. Liebes Publikum, sind Menschen anwesend, die es jemals geschafft haben, sich auf Anhieb richtig auf diesen Sessel zu setzen? An dieser Stelle hat sich noch nie jemand gemeldet. Sondern wir alle müssen erstmal so mit nacktem Arsch weiter nach vorne robben. Und meine Ärztin sitzt dann immer zwischen meinen Beinen und sagt immer denselben Satz, auch immer im selben Tonfall. Kommen Sie mal bitte noch ein Stückchen weiter nach vorne. Und dann fängt die an so zu gestikulieren. Wie so eine Flugeinweiserin. Und ich war letztens sehr kurz davor, so Piepgeräusche zu machen. Während ich rückwärts auf ihr Gesicht einparke. Und dann geht ja der Spaß erst los, ne? Dann kommt dieser Ultraschall-Dildo in dich rein. Das geht immer tiefer, als man denkt. Manchmal würde ich aus Reflex gerne, wann sind wir endlich da? Rufen, während die da so in mir rumhantiert. Und das macht nicht so viel Spaß. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass meine Gynäkologin auch nicht so viel Spaß hat in dem Moment. Ich glaube, der Sitzplatz dazwischen meinen Beinen ist nicht so angenehm. Deswegen versuche ich es immer so ein bisschen schöner für uns zu machen. Ich rasiere mich, ich schrubbe mich, alles nur für die Frau Doktor. Ich gebe mir sehr viel mehr Mühe als für jedes Date. Ich habe meine Zeit lang nur für meine Gynäkologin mit Intimfrisuren experimentiert.
fand ich das Mindeste. Ich dachte, wenn sie mir schon so die Fluganweisung macht, dann lasse ich mir natürlich eine Landebahn stehen. Ne, so einen kleinen Streifen in der Mitte. Ich habe das wirklich ausprobiert. Sah leider aus wie das Hitlerbärtchen unter den Intimfrisuren. Ist nicht gut, dass man da in Nürnberg am dollsten lacht an dieser Stelle, aber das... Keine Sorge, ich rasiere mich wieder. Ich habe meinen Intimbereich im Gegensatz zu Deutschland erfolgreich entnazifiziert. Und dann lieg ich da vor ihr, ja, wie Gott und Intimwaschgel mich schufen. Und die Frau sagt einfach nix. Gar nix. Dabei finde ich schon, ich hätte ein kleines Lob verdient. Ja, klebt mir so einen kleinen Fleißsticker auf die Klitoris. Nenn mich Patientin des Monats und häng ein Foto meiner Vulva ins Wartezimmer. Und mit Vulven kennt man sich ja nicht so aus. Ich wüsste so gern, sehe ich gut aus da unten. Und die eine, die Ahnung hat, die sagt einfach nix. Und Vulven sehen wir einfach nicht oft genug, um uns vergleichen zu können. Ne, wenn man einen Penis hat und sich mit anderen Penissen vergleichen will, das funktioniert ja super. Penisse sehen wir alle oft genug im Leben. Zum Beispiel, wenn diese Menschen immer irgendwo in der Öffentlichkeit hinpissen. Ich weiß, ihr denkt, ihr macht das richtig geschickt. Aber wenn du deinen Schwanz aus der Hose holst, wird kein magischer Tarnschwanz daraus. Ich kann den sehen. Und ich will das nicht. Deswegen, Penisse sehen wir alle so oft. Wir haben verstanden, wie Penisse daherkommen können, haben wir kapiert. Aber Vulven sieht man nicht so oft. Ja, bei Vulven, da fehlt uns irgendwie noch so ein bisschen die Erfahrung. Und wie wenig wir uns alle auskennen, wenn es geht um Vulva und Vagina und Co., wie wenig wir uns auskennen, das merkt man zum Beispiel in einem guten Beispiel. Vor 2 Jahren gab es ein Start-up bei der Höhle der Löwen. Und ich muss dazu sagen, ich liebe die Höhle der Löwen, großer Höhle der Löwen-Fan. Ich bin die Erste, wenn es darum geht, yay, Kapitalismus abfackeln, gib mir 10 Minuten Höhle der Löwen und ich bin so kurz davor, FDP zu wählen. Liebe die Höhle der Löwen. Und vor 2 Jahren gab es aber ein Startup und da ist mein Fantum für die Höhle der Löwen ein bisschen gebröckelt. Da gab es nämlich Pinky Gloves. Das waren 2 Junge, wichtiges Detail, nicht menstruierende Männer. Die haben was erfunden, nämlich pinke Einweghandschuhe. Und die Idee war, dass man diese Handschuhe bitte anziehen soll, wenn man menstruiert, um zum Beispiel einen blutigen Tampon rauszuholen. Und die eigentliche Idee war, dass man so einen blutigen Tampon dann bitte hinterher hübsch in so einen Handschuh verpackt, bevor man ihn wegwirft. Die haben quasi Hundekackbeutel erfunden. Und diese bahnbrechende Idee, die ist den beiden jungen Männern laut eigener Aussage in einem Interview gekommen, weil sie mal mit einer menstruierenden Frau zusammengewohnt hätten und da hätten sie sich, Zitat, über den Badezimmermüll gewundert. Wie stelle ich mir 2 erwachsene Männer vor, die vom Badezimmermüll stehen und sich wundern? Da muss ja dann der eine den anderen geholt haben. Und dann standen die da vor diesem Mülleimer und haben sich gemeinsam so angestrengt gewundert. Und dann haben die ein Startup gegründet, statt den Müll rauszubringen. Und ich habe mir das damals angeguckt und ich war erst voll wütend und dann dachte ich, die tun mir natürlich leid. Menstruieren muss voll anstrengend sein, wenn man es nicht macht. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich will die retten. Ne, die tun mir ja leid, ich will die jetzt retten, ich will denen was Gutes tun. Diesen armen, nicht menstruierenden Männern, die sich so krass übers Menstruieren wundern müssen, ich will die jetzt retten. Deswegen würde ich jetzt heute hier ein Startup gründen. Ich habe nämlich auch was erfunden. Nämlich blickdichte schwarze Müllsäcke. Und jetzt könnte man sagen, die gibt es schon, aber ich habe mir ein flippiges Werbekonzept ausgedacht. Obacht. Du hast es satt, dir den Kopf über den Inhalt deines Mülleimers zu zerbrechen. Aber deine Freundin liebt es, wie beim Müll rausbringen dein Bizeps flext. Kauf dir jetzt Black Sex. Diese Müllsäcke sind wie echte Männer, undurchschaubar und halten jeder Zerreißprobe stand.
nur echt. Mit dem Geruch nach Sägespänen und Benzin. Black Sex. Denn das M in Müll steht für männlich. Und ich will das jetzt nicht nur auf Männer schieben, es sind nicht nur Männer, sondern wir alle haben Nachholbedarf, wenn es um Vulven geht. Wir alle kennen uns nicht gut aus mit Vulven und deswegen habe ich gedacht, Mann, wo könnte ich hingehen, um mir mal so eine ganz natürliche Vulva in freier Wildbahn anzugucken? Und ich glaube, ich müsste in eine Sauna gehen. Nur baumeln Vulven in der Regel nicht ganz so praktisch vom Körper rum. Deswegen glaube ich, ich müsste mich in einer Sauna auf den Boden legen. Und dann müsste ich eine Person mit einer Vulva dazu bringen, natürlich freiwillig, nackt über mein Gesicht zu steigen. Und dann hätte ich ja nur eine Vulva gesehen. Das heißt, für so einen soliden Querschnitt bräuchte ich so eine Muschi-Polonaise von Leuten, die nackt hintereinander her über mein Gesicht steigen. Und Leute, was ich versuche euch zu sagen, falls ihr nachher Bock habt, ich lieg draußen. Vielen Dank.